Es ist nachts. Es ist nachts. Ey, ich bin ein bisschen aufgeregt, sage ich ehrlich. Jetzt werden wir schauen, ob das, was wir vorhaben, hier auch klappt. Nämlich abhauen. Okay. Time to clear off now. This whole hospital is so quiet. So don't make any noise. Kein Lärm. Find a way to get the hell out of here. Okay. Darunter nachsehen. Okay, was ist darunter? Nada. Suche ich gerade irgendwas? Warte, wir schauen einmal ganz kurz. Einen Fluchtweg aus dem Krankenhaus finden. Alles klar, das haben wir ja gesehen. Von Chris, das haben wir gelesen. Und hier hatten wir eigentlich auch alles durchgeguckt. Es sei denn, es gibt was Neues. Joey, das kennen wir, glaube ich. Netten Brief geschickt. Warte mal, was haben wir hier? Floris hat versucht, mir was anzuhängen. Schon wieder. Kann es ihr nicht verübeln. Sorry. Ich habe Daniel übel mitgespielt. Ich habe Finn zu seinem Bruder werden lassen. Das kennen wir schon. Und hier haben wir den Stift. Warte, ich möchte ihn gerne einmal anklicken. So, ja. Perfekt. Die Ruftaste brauchen wir jetzt nicht. Joey could probably distract the guard dog. Oh, okay, den Wachhund. Yeah. Thanks for the card, Agent. Oh, wie soll ich denn vorgehen? Can't wait to text you. Okay, ich bin gespannt. Maybe I could rig a decoy Sean in the bed. Okay. Das Fenster öffnen. Warte kurz. Das können wir gleich machen, Decoy. I should close these. So nobody sees me sleepwalking away. Okay, warte kurz. Wish I could just walk out. Sweet dreams, my friend. Ich wollte gerade sagen. Maybe I can trick him. Say I need an aspirin or something. Okay, oh, ey, fuck. My backpack has got to be somewhere around here. Okay. They've been working on these rooms forever. So fucking loud. Was mache ich denn jetzt am besten? Also ich habe die Variante, ihn irgendwie auszudribbeln. Das ist mir irgendwie am unsichersten. Let's see. I just gotta get past that locked door. And an angry guard. Mhm. Boah, habe ich im Bad noch irgendwas? Was mir vielleicht weiterhilft? This one isn't screwed in. I could pull it off, but it's gonna be loud. Yeah, that metal bar isn't going anywhere. Okay, aber das kommt mir so ein bisschen so vor, als würden wir das nehmen, um irgendwem damit ein Ding zu ziehen. Das wollen wir nicht. Ja, was mache ich denn jetzt, Digi? Ich habe gar keine Ahnung, Alter. Ich habe richtig Angst. Scheiße. Das geht sogar auf. Need a superhero to open that shit. Ich wollte gerade sagen. Das wäre natürlich krass. Hope my last view of this world isn't this window. One stupid car. Then I'm out of here. Okay, crazy. It's dead tonight. Das works for me. Passt mir gut. Hier noch irgendwas? I could slip into one of those rooms under construction. Das wäre halt geil. Boah, was mache ich jetzt, Digga? Rufen wir Joey zum Ablenken? Oh, ich habe richtig Schiss, ehrlich jetzt. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt am schlauesten vorgehen soll. Joey could probably distract the guard dog. Okay, wir versuchen es mal. Ein Fluchtweg. Dann ist dieses Zimmer, was wir haben. Brauchen wir den Decoy jetzt? Ich weiß es nicht. Wir können es jetzt zur Not schon mal aufheben. Damit wir es einfach bei uns haben. Ich mach den Vorhang mal zu. Can I have some privacy, please? Ey, ich hab keine Ahnung, Digga. Macht jetzt irgendwie keinen Sinn, ihn zu rufen. Körper nachahmen.
Macht es jetzt Sinn, ihn zu rufen? Warte mal ganz kurz. Ey, ich habe keine Ahnung, Mann. Und dann? Was sage ich ihm? Ich habe gar keinen Plan. Okay. The windows are secured. But who knows? Boah, also er kommt aber auch nicht. Komme ich hier lang? Ne, komme ich auch einfach nicht lang. Wenn ich das zumache, dann kann ich versuchen, irgendwie das Fenster zu öffnen. Das werde ich vermutlich damit aushebeln. Also Joey kommt schon mal nicht. Es macht zumindest nicht den Eindruck. Ah. You got business in there? Patient called. Just gotta see what our boy needs. Okay. Good. I need a smoke break. Hey, that's your job. Go for it. Oh, fuck. Hey, there's my second favorite patient. Gotcha. You never stop working, Joey. I'm doing a double night shift. Diane is out with a flu, so lucky me. Yeah, I'm fried. But that sweet, sweet overtime. Sean, you look stressed. You feeling okay? Yeah, I know where my brother is. What? How? I found a note in the sketchbook you brought me. He's in Nevada. With, a friend of ours. Fuck, Sean. That's awesome. Now that's good news. Nevada sucks, but... At least the kid is safe. Listen, Joey. I need to get out of here. What? Come on, Sean. You know I can't let you do that. You know I'm on your side, man. I don't blame you for being scared. You're leaving tomorrow. But don't fuck around with this. You hear me? Joey, I'm so scared. I've never felt like this. Like... I'll be in jail for life, and I'll never see Daniel again. I can't do it, man. I hear you, man. I swear, that kills me to see you in that situation, Sean, but you really want me to help you break out of here. So what happens to me? I lose my job, go to jail. I have a girlfriend, a rent to pay, a future. Sorry. I'm sorry, Joey. I was being selfish. I want to help my brother. It's all I can think about. He's 10 years old and out there all alone. He needs his big brother. Okay, stop. Fuck. I'll try to help you. Really? You serious? No. I'm stupid. Joey! So let's do this right. Find something to hit me with. What? Why? You're not gonna hurt me that bad. I'll tell them you attacked me from behind in the dark, that I didn't see shit. They can't prove I let you get away. I hope. Boah, Bruder, ich muss es annehmen, Digga. Was soll ich machen? Joey ist so ein Ehrenmann. Oh mein Gott, Joey ist so ein Ehrenmann. Ich hoffe, er kommt damit. Ich hoffe, er kriegt keinen Stress. Er wird sowieso Stress kriegen, Mann. Aber ich muss es machen. Joey, ich küsse doch dein Herz, Digga. Ich küsse doch wirklich dein Herz, Bruder. Wer bist du? Ich kann nichts anderes machen. Ich muss sein Angebot annehmen. Wenn er schon diesen Schritt geht, ich muss sein Angebot annehmen. Joey, Bruder, ich küsse dein Herz, Digga. Bitte. Du wirst der beste Arzt des ganzen Landes. Wirklich. Joey. Thank you so much. Hurry up before I change my mind. Alter, das ist krass. Das ist krass. Okay, wir müssen das Dings nehmen. Oh mein Gott. Wir müssen das Dings nehmen. Got no choice now. Do it. Oder es gibt nichts anderes, oder? Oh mein Gott, ich bringe mich damit zwar auch in eine Bredouille, aber okay. Ach, das ist crazy, Joey. What's with all that noise?
Ist der Typ da? Nein, ist er nicht. Oh mein Gott. Ja, sorry, Joey. Oh mein Gott. Joey's the real deal. Ey, heftig. I feel bad I dragged him into this. Oh mein Gott, Digga. Okay. I found that grab bar in the bathroom. That should do, I guess. Now listen carefully. Just tap me right here. She'll leave a bruise, but that's it. Hear me, Doc? You really want me to hit you? Oh my God. Of course I don't. Bro. But it's gotta look real. Bro. So go ahead. Aim right where I showed you. Do it fast. Now. Oh, this is disgusting. Oh, son of a bitch, motherfucker. Oh, shit. You okay? Damn, Sean. Thought I said tap, not smash. Fuck. I'm sorry. Oh, I'm sorry. I asked for it, man. Now you better get out of here. Stat. I owe you, Joey. Only when you find your brother. And you will. So move your ass. Oh mein Gott, ich küsse doch sein Herz. Joey, ich küsse doch dein Herz, Bruder. Oh mein Gott, fuck. Ist das spannend? Ach du Scheiße. Heilige Scheiße. Was passiert jetzt? Ich küsse doch Joeys Herz. Ich komme nicht drauf klar. Er ist der Beste. Er ist wirklich der Beste. Was ein Ehrenbruder. Und jetzt übers Geländer, oder? Übers Gerüst runter. Wir haben Construction Site, haben wir gesehen, mäßig. Ja. Nice, nice, nice. Da wollen wir hin. Oh mein Gott. Ein Auto auf dem Parkplatz. Wir wissen, wo es steht. Mit Gerüsten kenne ich mich aus, ich sag euch ehrlich. Oh, ist das crazy. Ist das crazy. Hat es hingehauen? Noch sind wir nicht safe. Noch sind wir nicht safe. Immer mit der Ruhe. That's Finn. Scheiß drauf. No way. Scheiß drauf. What? Scheiß drauf. What is he doing here? Scheiß drauf. Nein, wir hauen ab. Scheiß drauf. Wir haben keine Zeit für den Shit jetzt. Wir haben keine Zeit. Wir hauen sofort ab, Bruder. Ehrlich jetzt. Gar keinen Bock auf den Film. Gar keinen Bock auf den Film. Ich muss jetzt egoistisch sein. Ohne Scheiß. Es geht nur um Daniel. Es geht um meine Freiheit. Weg, 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 weg. Fuck it. Da überlege ich nicht lange, Alter. Oh, ich möchte mich jetzt bitte nicht für nichts entscheiden, Alter. Hol dir einfach eine Karre und hau ab. Ich möchte jetzt keine Entscheidungen treffen. Ich kann nicht. Ich bin nicht bereit. Ich habe so Angst zu verkacken, Digga. Wir haben schon so weit geschafft, Mann. Joey hat sich für uns, Alter, der hält für uns den Arsch hin, Mann. Was? Oh mein Gott, die Autotür ist einfach offen. Was ein Ehren, Joey. Stell dir vor, wir klauen jetzt einfach seine Karre. So. Huch. Wir klauen einfach Joeys Auto, Bruder. Huch. Er denkt sich so, schau, du kleiner Pisser, Digga. Ey, es lief gerade schon fast zu einfach. Das lief gerade fast schon zu einfach. Boah, alleine weil das so einfach jetzt lief, wird es dick Konsequenzen geben. Und ich habe, oh, Angst um Joey, Mann. Ich habe so Angst um Joey. Holy moly, McCrowy. Ey, crazy. Crazy. Ciao, ciao, ciao. Sacred Hope Hospital, mach's gut. Krass. Okay, Leute, das ging überraschend einfach, wirklich, aber es macht mir Angst. Wir sind schon mal im Wald. Okay. Das sieht nach Distanz aus. Boah, fahren wir jetzt direkt nach Nevada? Oh, das ist ein Cop. Ein Cop, der uns sucht? Nee, hä? Ach, das bin ich. Das bin doch ich. Hä? Ich wollte gerade sagen... Das Ding auf meiner Schulter sah gerade aus wie so ein Abzeichen. Ja, Bro. Nein, oh nee, Digga. Hallo. Oh mein Gott, das ist doch jetzt nicht wahr. Ich sag doch, es lief alles zu gut. Fuck my life, Sean. Das ist jetzt nicht dein Scheiß Ernst. Nein, wir flüchten und nein, jetzt bauen wir nicht einen Unfall und werden deswegen erwischt. Komm schon. Bitte nicht.
Bitte nicht. Bitte nicht. Ey, ich habe richtig Angst. Bitte nicht. Das sah doch gerade so aus, als würde er gleich einpennen. Oh Gott. Ey, ich dachte gerade, ey, der pennt gleich ein und baut deswegen Unfall und wird gepackt. Schauen, Mann, wir haben die Scheiße schon lang genug durchgemacht. Let's go, Alter. Mach jetzt keine dummen Fehler, Alter. Die dummen Fehler sind immer die einen dann, die es einem verkacken lassen, sowas. Sieht man doch immer im Film, Fernsehen. Überall. Immer die dummen Fehler. Leichtsinnigkeit. Aber es läuft. Wir sind on the road. Let's go. Boah, wir ziehen durch. Haben wir überhaupt noch Kohle? Life is Strange 2, der offizielle Beginn. Episode 4. Face, auf geht's. Ich bin so ready für diese Episode. Ich bin so ready. Let's go. Let's go. Nevada, krass. Wir ziehen voll durch die Strecke. Nevada Wüste erinnert mich ein bisschen an den Teaser, den wir auch bekommen haben. Aber in dem Teaser hat sich so angehört, als würden wir im Knast sitzen. Oder zumindest verhört werden, mäßig irgendwie in die Richtung. Was heißt im Knast sitzen? Aber so von wegen so ein Cop, der meinte so, ja, bla 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 bla, der uns so ins Gewissen geredet hat. Okay. Oh, chillig. Geil. Erstmal eine smoken. Crazy. Ey, wir haben es echt geschafft, zumindest fürs Erste. Oh, Joey, ich möchte unbedingt wissen. Meine Güte, wir müssen irgendwie Nachrichten gucken oder so. Ey, ich hab so Angst, Mann. Ich hab so Angst, dass irgendwas angehängt wird. Aber es ist einfach der simpelste, aber schlauste Plan auch von ihm. Guess this is my room for the night. Scheiß drauf, Digga. Jetzt chill ich gerne. Shit. It will never hold until Haven Point. Ah, gut. Guess I'm kind of lucky I stole a smoker's car. What a mess. Gut, dass er das kann. Florida's can now add Grand Theft Auto to my file. Grand Theft Auto to my file. Okay. Haven Point is straight ahead. Just a few more hours drive. Okay, krass. Ist die Frage, ob ich ihm auch hätte verraten sollen. Nicht, dass Joey in seiner Befragung irgendwie trotzdem irgendwas auspacken muss, damit es nicht ganz so offensichtlich ist und er deswegen sagt, dass wir in Nevada sind oder so. Oh, come on. Did you interview everyone in that hospital? Or what? Aber ich bin halt... Ah, okay, krass. Selbst ihm hat sie die Karte gegeben. Heftig. Nehme ich einfach mal mit. Weiß ich nicht. Einsamer Wolf. Dafür gibt's sogar eine Trophäe. Ach, ein Souvenir. Nice. She seems nice. Sorry, ja. I stole your car, guys. Ah, tut mir leid. Shit. Guess I fucked up her day pretty bad. Oh, Mann. Kinder abholen.
Kinder absetzen, Nachuntersuchung im Krankenhaus, bis 13:30 Mittag mit meinem Göttergatten, Mrs. Scotts Röntgenbluttest, Kinder abholen, das hatten wir gerade schon. Na gut, I'm so sorry. Aber was soll ich machen? Oh. Ah, ich muss meine Augen. Ah, shit, gut. Mein Auge reinigen. So. Achso, das habe ich schon gesehen. Huch. Sorry. She seems nice. Sorry, I stole your car, guys. I don't even know how long I should keep on using this for. Na, ich habe auch nicht aufgepasst. Für ein paar Wochen, glaube ich, war das. So, warte, lass mich nochmal kurz gucken. Licht lassen wir nochmal an, solange wir unser Auto reinigen. Sonst können wir hier draußen noch irgendwas sehen. Alter, das mit diesem, dass dieses eine Auge auch blind ist, haben die echt crazy gemacht. Shit. Also das wirkt sehr authentisch, right. So wenn ich auch mein Auge so zumache. Careful. Klar, wie das so aussieht, so, ne? Das ist halt genauso, ohne Scheiß. Meine, gut, dafür muss man jetzt auch einfach nur einmal sein Auge zumachen, um das authentisch nachzuahmen, aber ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ach Mann, ey. Man, I should have listened to Joey. This is a mess. Okay. Und nun schlafen. Ja, mehr können wir hier nicht sehen. Dann würde ich sagen, machen wir mal die Augen zu. Das Auge zu. Sorry, Digga, das war jetzt wirklich keine Absicht. Tschüss. Ey, heftig. Ach, Digga, ich sitze hier auch irgendwie komisch. So. Ich weiß gar nicht, sind wir jetzt einfach nur in der Nacht? Ne, wir sind schon einmal durchgefahren, oder? Es war ja schon einmal wieder Morgendämmerung. Deswegen, wir haben ja schon gut Strecke gemacht, auf jeden Fall. So. Oh, ich träume schon wieder irgendwas. Oder? Ja, ich wollte gerade sagen. Still with me, Sean? Yeah. Just. Oh, oder Flashback. Ach so. Just don't do that when you're driving, my son. So, what's the verdict on the new car? I know it's not a new board, but it's got Ford Hot Wheels. Thanks for finishing it, Dad. A perfect reward for your excellent report card. I'm proud, Sean. That makes up for when you bullshit me about needing cash. And I'll try to be cool. No dad jokes, huh? I hope you're not too bummed out to go on a big road trip with your lovely papito, huh? Oh, please. You're the coolest dad. How could I be bummed? Excuse me. Where's my regular, emotionless son? I appreciate it. Think we can hang out for 5 days without killing each other? Hell yeah. Haven't done that since I was a kid. Miss it. So do I. Been too long since we went padre y hijo against the road. Way too long. I love road trips. Good to hear. By the way, boy talk. What's going on with that gin, huh? Ah, yeah. You know. Going okay, I guess. That was like pulling teeth. Well, I've got a week to find out the truth. Es ist vorbei. Neue Dinge probieren, keine Sorge. Warte, vermisse sie irgendwie. Machen wir mal den Süßen. It's just, I don't get to see her too much. Kind of miss her. Oh, you're hooked, my son. Don't worry. This is how it goes. Ah, could that be Daniel? Hola. Hello. Everything okay, Lila? Oh, Daniel better not be giving you any sass. Ah, wie süß.
We went to the swimming pool, and now we're making popcorn for movie night. Yes! It's so cool! Hey, Sean, don't crash the car! He's driving real slow and safe, like a grandma. Thanks for checking in. We'll buzz you when we hit the motel. Lila, you ready? Sounds good. And Sean, Jen told me to say hi. Girl cannot wait to see you again. Oh, we see. Jen says hi. Sounds pretty good, Sean. You think? Maybe. Oh my. Seriously, man. Though, how are you really doing? Hab mich verändert. Ich vermisse dich. Ich vermisse zu Hause. It's stupid, but I miss you. I miss you too, my son. Oh man, ey, das ist immer so emotional. This is all part of growing up. I know. I don't like it. I have total faith in you, Sean. You're a Diaz. You were born to roam and find your way home. God, I love you, Dad. Wish I would have told you more. You didn't have to tell me. You showed me. Oh, by the way. Hey, wake up! Huh? Oh, nein. Oh, what? Nein. Oh, nein. Oh, nein. Yeah, what the fuck are you doing on our property? Oh, fuck. Oh, God. Oh, man, I crashed hard. Oh, yeah? Come on out, boy. Who the fuck is that? A fucking kid. Get out. Okay. Look, I'm leaving, okay? No, you ain't. Step out, or I'll call the cops. Digga, was geht denn you bei don't ihm? Want that boy. Oh, Mann, ey. Ja, entspann dich, Digga. Was ein Hund, Alter. Okay, okay. I'm coming. Hold was on. Was geht bei ihm, Mann? Good. Now we can see you. So tell us what the fuck you're doing on our land. Bruder, ich war einfach müde, Digga. I drove for so long. I had to pull over to get some rest, you know? I swear, I had no idea this was your property. There's a fucking sign. Didn't you see it? I was too exhausted. I guess I missed it. He's just a kid, and he's hurt. Look. Yeah? What happened to your eye? I got into an accident. Oh yeah? Uh-huh. Move it. Huh. Was ist denn hier los, Alter? Was geht denn bei ihm? Oh mein Gott, scheiße. Please. Scheiße. I just want to go. Oh, what's this? Drugs? Yeah, for my eye. Oh yeah. Did you steal them? Like this car? Digga, was ist mit ihm? Listen, it's not what you think. Oh, I think it is. You ain't the first beaner we caught. Yo. Take his backpack. Dude, come on. Digga, was get it. Zum Let's see what he's holding. Was ist los mit ihm, Alter? Oh mein Gott, wie er sich aufspielt, Alter. Scheiß Idiot, Mann. What the fuck? So? Nothing good. Any money? Fucking toys, man. You still play with toys? Seriously? It belongs to my brother. Leave it alone. Oh, Bruder. Ey, eigentlich, boah, das ist jetzt schon wieder schwer einzuschätzen, Mann. Ich weiß es nicht. Eigentlich ist es gerade bei so einem kleinen Pisser mal gut, ihm ein bisschen zu zeigen, dass er hier mit uns nicht ficken kann. Digga, aber ich habe ein bisschen Angst, dass die Situation deswegen eskaliert, Alter. Und dass ich besser ruhig sein sollte, weil ich muss mich ein bisschen bedeckt halten. Ach, fuck, es ist gerade so schwer einzuschätzen. Es ist gerade so schwer einzuschätzen, Mann. Digga, wollen wir den Stress jetzt wirklich oder wollen wir so schnell wie möglich aus dieser fucking Situation rauskommen? Fuck oh, my life. Your brother? Where is he now? Well, I'm going to meet him. In a stolen car? More lies. Okay, Chad. We fucked with him. Hey. Let him go. He's got hold nothing. On a sec, Mike. You speak Spanish, Pedro? Huh? What? Yeah, was ist der für ein scheiß Rassist schon wieder? Hablas Español. Chad. So, Professor, how do you say, I'm a dirty thief?
Don't do this. Oh, you don't want to share your language? Hey, Okay. Maybe you know this one. Was ist er für ein kleiner Wichser? I'm a dirty thief with one eye. All I want to do is learn Espanol. Oh, might be our official language someday, right? Ja, natürlich. Si, senor? Wird eure offizielle Sprache sein, ja. How do you say, this is not my country? Digga, du kleiner Pisser, Digga. Du kleiner, dreckiger Pisser, Mann. I don't know. Told you. Well, that's the only one you should know, boy. Learn it. Fick dich, Digga, wirklich. Look, Chad. It's gonna rain. Let's go before we get soaked. Hold on. This little thief is fucking with me. You're was really pissing me off, you know Junge, that? Was But I'm willing du? To give you one last chance to make things right. Sing something. What? Just pass the audition and you're free. We'll be very upset if you refuse. Bro, meine Güte. Digga, was ein Pisser, Alter. Was mache ich jetzt, Digga? Ich habe gar keinen Bock, mich demütigen zu lassen. Gar keinen Bock, mich von so einem Rassistenschwein demütigen zu lassen. Fick dich ins Knie, Bruder. Wer bist du? Wem fickst du, Digga? Entschuldigung, ich meine, aber ernsthaft jetzt. Really? Okay. I warned you, boy. Stop, stop it, Chad. What Junge, the fuck, was man? Ein dummer... Alter, was ein dreckiger, Bruder. Was ein dreckiger, Junge. Was zum Teufel, Bro. Was lassen wir uns von so einem Humblemann aufs Holy Maul cow. Hauen, Alter? What are you doing? Listen, you little beaner. Get your shit and go. Now. Wow, Alter. Wow. Haut mir auch noch aufs Auge, Bro. Look. Just drive straight and you'll hit the highway. Forget this happened, man. Okay? Park off. Oder haut mir auch noch aufs Auge, Alter. Das gibt's doch nicht, Mann. Das gibt es Fuck! Doch nicht. Fuck! Oder hat er mir aufs andere Auge gehauen? Ich weiß es gerade nicht. Ich check's gerade auch nicht. Ich hab keinen Sprit mehr, Mann. Oh, jetzt bleib ich auch noch gleich liegen, ey. Was ne Scheiße. Was ne Scheiße, Mann.